Wingardium Leviosa. Hä? Ich wollte doch was zu essen. Nochmal. Wingardium Leviosa. Schon wieder nichts zum Essen. Was mache ich jetzt? Wingardium Leviosa. Irgendwas mache ich verkehrt. So ein Mist. Wingardium Leviosa. Yes, yes, yes. Wingardium Leviosa. Hallo, Herr Specht. Hallo. Was treiben Sie denn da? Ich versuche mir etwas zum Essen herbeizuzaubern. Ich habe etwas zu essen dabei. Wie, Sie haben etwas zu essen dabei? Es ist die Luca-Pizza von Concrafter. Kennen Sie den? Wissen Sie, wer Concrafter ist? Nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber Pizza klingt gut. Hier, schauen Sie mal. Ja, die ist ja schwarz. Eine schwarze Verpackung, die ist ja auch innen drin schwarz. Die ist ja schon verbrannt. Die ist nicht verbrannt, das ist Aktivkohle. Wie Aktivkohle? Ich wollte was zu essen. Ja, das ist was zu essen. Und kein Brikett. Nein, das ist eine Pizza. Schauen Sie mal. I like Pizza. Ja, ich like Pizza. Prosciutto. Ein Leben ohne Pizza ist wie ein Leben ohne Leben, steht da drauf. Und schauen Sie mal, hier ist ein Bild von Concrafter drauf. Oh, wenn ich keine Pizza bekomme. Ja, und da steht ja auch ein Text, schauen Sie mal, ein Text steht auch da. Mein Name ist Luca. Hallo, und ich liebe Pizza. Letztes Jahr habe ich bereits mit meinen Freunden von Gustavo Gusto eine unfassbar krasse Pizza Margherita rausgebracht. Doch dieses Jahr sehe ich schwarz, denn die Luca Pizza 2.0 ist nicht nur von Hand geformt und mit leckeren Hinterschinken belegt, sie ist vor allem schwarz. Ja, richtig gehört. Wir haben dem Teig eine ganz besondere Zutat beigefügt. Pflanzliche Aktivkohle. Sie ist natürlich, schmeckt neutral und sieht vor allem auch heftig lit aus. Mit dieser nice Pizza haben wir also direkt ins Schwarze getroffen. So, doch nun, buon appetito. Dein Luca. Ja, und bei diesem Bild, da gibt es sogar 5 verschiedene Versionen. Also da sind 5 verschiedene Bilder mit Text dabei. Oh. Und ja, auf einem steht irgendwie sowas, irgendwie so, ich schiele. Und auf dem anderen steht sogar Doppelpiece drauf. Und ich wollte unbedingt eins haben, wo Doppelpiece draufsteht, aber ich habe keins gefunden. Ich habe bestimmt 10 Pizzen aus dieser Tiefkühltruhe rausgenommen, ja, weil ich unbedingt so eins wollte, wo Doppelpiece draufsteht, und die Leute haben schon bestimmt gedacht, was will denn der mit 10 dieser Pizzen, ne? Und ich habe die da rausgenommen, ne? Die Leute haben schon komisch geguckt, aber ich habe einfach keins gefunden mit Doppelpiece. Also entweder es gab dort nie eine mit Doppelpiece oder die waren schon ausverkauft oder vielleicht haben sie die auch schon wieder aus dem Verkehr gezogen, weil Tanzverbot rechtliche Schritte angedroht hat. Wer weiß das schon. Jedenfalls habe ich keine bekommen mit Doppelpiece. Jetzt habe ich die hier genommen. Reden Sie doch nicht so viel. Machen Sie endlich die Pizza. Gut, dann machen wir jetzt die Pizza. Dann müssen wir eben schauen, wie muss man das machen. So, Sie können ja schon mal den Ofen vorheizen. Haben Sie überhaupt einen Ofen? Ja, natürlich habe ich einen Ofen. Ja, dann heizen Sie mal vor. Wie? Vorheizen? Soll ich da jetzt ein Feuer drin machen, oder wie? Oh. Ich weiß nicht. Passt die überhaupt in den Ofen rein? Die kriegen wir da schon rein. Das passt schon. Ich glaube, das passt nicht. Passt nicht? Nee, das geht nicht. Das ist der Ofen zu klein. Nicht.
Nee, zu das klein für einen Ofen. Ja, der Ofen ist zu klein. Dann schneiden wir lauter kleine Stücke. Na, das ist ja rein in den Ofen. Das ist ja Schwachsinn. Aber was ist das denn hier überhaupt? Ah, schauen Sie mal. Wir haben die Pizza uns selbst gekauft und wurden nicht für dieses Video bezahlt. Die Pizza hat 3,49 Euro gekostet. Wow. Bei Rewe City. Prima. Prima Lima in Klima. In Klima in Lima. Ja, was machen wir jetzt? Ja, dann müssen wir rein einen anderen Ofen suchen. Gut, dann suchen wir jetzt einen Ofen. Sie können ja vielleicht einen Ofen zaubern. Wingardium Leviosa. Boah, und da ist die Pizza ja auch schon im Ofen und da bleibt sie jetzt 6 bis 10 Minuten. Der Käse wird goldbraun, die Pizza ist fertig. So, Herr Specht, jetzt gibt's diese Pizza und sie ist nicht verbrannt, sondern das gehört doch so. Ein Stück Kohle. Nein, das gehört so. Das ist ja, Kohle. Da ist Aktivkohle ist ja drin. Aktivkohle. Und das zu der Pizza trinken wir von Rewe Bestewahl Gurke Limette Minze. Gurken Limetten Erfrischungsgetränk mit Minzgeschmack. Na. Sowas kommt bei mir in den Ofen. Ja, in den Backofen. Nein, in den Holzofen. Ach, in den Holzofen. Wenn mir kalt ist, dann kann ich die Pizza wenigstens verbrennen. Tja. Oh, also bis auf das etwas ungewöhnliche Erscheinungsbild dieser Pizza. Geschmacklich, kann man sagen, ist es doch ganz okay. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig. Schwarzer Kohleteig. Ja. Netter Werbegag. Man kommt sich schon etwas merkwürdig vor. Man denkt wirklich, man isst eine verbrannte Pizza, die man irgendwie eine Stunde im Ofen vergessen hat, aber. Ja. Letztendlich ist es einfach eine normale Pizza. Der Teig ist lockerluftig. Und daher ganz okay. Ja, also geschmacklich überzeugt die Pizza. Trotz alledem. Ist der Preis für eine vergleichbare Pizza doch etwas hoch. Nun ja, also 3,49 hat die Pizza jetzt gekostet, in manchen Geschäften wohl sogar 4,49. Das wäre mir dann etwas zu viel. 3,49 geht. Manche vergleichbaren Pizzen kosten 2,99. Und da haben wir natürlich nicht diese Aktivkohle. Das ist allerdings wahr. Aber das Gurken-Limetten-Getränk passt jetzt geschmacklich gar nicht zu der Pizza. Die Minze ist eher etwas eisgekühlt für den Sommer. Also als Erfrischungsgetränk könnte ich mir das sehr, sehr gut im Sommer vorstellen. Jetzt zu einer Pizza passt es geschmacklich überhaupt nicht dazu. Da muss ich mir noch ein zweites Stück Pizza holen, um den Geschmack wieder
zu neutralisieren. Also man schmeckt Limette, man schmeckt Minze. Also die Minze schmeckt man ganz stark heraus. Gurke eher weniger. Ganz leicht nur die Gurke. So im entfernt schmeckt es noch Gurke. Naja, weiß es nicht, alles gibt. Ist ja auch noch was. Danke. Das Getränk ist vegan. Haben wir ja schon erwähnt, was es kostet? Nein. Ich weiß auch nicht, ob ich es noch rausfinden kann. Doch. Es kostet 49 Cent für einen halben Liter. Im Vergleich zu dem Glaso Smart Water finde ich den Preis doch ganz in Ordnung. Ja, dieses Smart Water haben wir in einem anderen Video getestet. Der Link ist möglicherweise jetzt irgendwo in der Ecke. Das kostet 99 Cent und wir haben weder Gurke, Limette noch Minze darin. Und für ein normales Tafelwasser finde ich den Preis schon heftig überzogen. Gut, das war's von uns zu dieser Pizza hier. Pizza Prosciutto von Gustavo Gusto. Ja, und Concrafter. Und wenn ihr die Pizza auch schon probiert habt, lasst uns das doch mal wissen, wie sie euch geschmeckt hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Schnipp, schnapp. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.